20.15 Uhr, RTL, das Sommerhaus der Stars, Kampf der Promi-Paare, Show. Es geht wieder los. Spaß, Spiel und Streit im Sommerhaus. Endlich ziehen wieder 8 Promi-Paare unter ein bescheidenes Dach und kämpfen um den Titel, das Promi-Paar 2018. Beim emotionalen Pauschalurlaub in Portugal wird das kuschelige Zusammenleben der Traumpaare erneut auf eine harte Probe gestellt. Wer behält auf engstem Raum die Nerven? Wer meistert die Spiele? Und wer fliegt aus dem Sommerhaus? Wer wird das Promi-Paar 2018? Mit von der Partie sind unter anderem Erotikmodel Micaela Schäfer, Promi-Tochter Patricia Blanco und Kultauswanderer Jens Büchner. 20.15 Uhr, das erste, ein Mann namens Ove, Komödie. Der 59-jährige Witwer Ove, Rolf Lassgott, zankt sich mit allen Nachbarn. Als er seine Arbeit verliert, hält ihn nichts mehr am Leben, er knüpft sich im Wohnzimmer einen Strick, um im Tod endlich wieder mit seiner geliebten Frau, Ida Enfall, vereint zu sein. Ausgerechnet jetzt treffen aber neue Nachbarn ein, die erst einmal Oves Briefkasten umlegen, ein trotteliger Ehemann, Tobias Almborg, seine schwangere Frau Parvane, Bahapas, und ihre beiden Töchter. Natürlich begegnet ihnen Ove erst einmal auf alles andere als herzliche Artikel. Die schlagfertige Parvane lässt sich von dem Scheusal aber nicht beeindrucken. 20.15 Uhr, Kabel 1, Atemlos, Gefährliche Wahrheit, Aktion-Thriller. Der Teenager Nathan, Tyler Lautner, findet durch Zufall heraus, dass er als Kind als vermisst gemeldet wurde. Er musste bei Fremden aufwachsen, weil sein leiblicher Vater über ein mächtiges Geheimnis verfügt, das Nathan das Leben kosten könnte. In der Tat heftet sich bald nicht nur die Zar an die Fersen des Jungen, sondern auch ein skrupelloser Waffenhändler. Zusammen mit seiner Schulkameradin Karen, Lily Collins, ergreift Nathan die Flucht. 20.15 Uhr, Arte, Edward mit den scheren Händen, Fantasy-Komödie. Edward, Johnny Depp, ist ein künstlich erschaffenes, menschenähnliches Wesen, das unvollendet von seinem verstorbenen Erfinder in den dunklen Gemäuern eines großen Schlosses zurückgelassen wurde. Anstelle von Händen besitzt er eine komplizierte Scherenkonstruktion. Als er eines Tages von der herzensguten P gefunden wird, nimmt sie ihn in ihre Familie auf. Anfangs wegen seiner Scherentalente sehr beliebt, löst seine Andersartigkeit mit der Zeit jedoch zunehmend Ängste aus. 22.15 Uhr, ZDF, Die Vorsehung, Mysterio-Thriller. Die FBI-Agenten Joe Merriweather, Jeffrey Dean Morgan und Katharine Coughlin, Abby Cornish, tappen bei ihren Ermittlungen zu einer Serie mysteriöser Mordfälle völlig im Dunkeln. Aus diesem Grund beschließt Merriweather, Kontakt zu einem alten Freund aufzunehmen, der hellseherisch begabte Psychoanalytiker Dr.